Bei der Parlamentswahl in Kanada sind die Liberalen von Premierminister Justin Trudeau erneut stärkste Kraft geworden, haben ihre absolute Mehrheit aber verloren. Die Regierungspartei kommt voraussichtlich auf 157 Sitze, 28 Mandate weniger als noch vor 4 Jahren. Damit kann der 47-Jährige zwar weiter regieren, benötigt dazu jedoch die Duldung durch kleinere Parteien. Die konservative Partei des Herausforderers Andrew Scheer kam auf 121 Sitze. Die Konservativen hatten insgesamt mehr Stimmen als die Liberalen erhalten, aufgrund des Direktwahlsystems kommen sie jedoch auf weniger Sitze im Parlament.